Hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zu unserem Let's Play Forest. Und wir fangen auch gleich an. Offensichtlich haben wir zwei Möglichkeiten zu starten und wir holen einfach mal die linke. Ja, und wie der Name schon sagt, starten wir in einem Wald. Wieder mal nur mit einer Taschenlampe. Keine Waffen. Und wir müssen schauen, wir sind noch gar nicht sicher, wer unser Gegner sein wird, wer uns hier wahrscheinlich verfolgen wird. Ich glaube, wir bleiben am Anfang erstmal einmal am besten auf dem Wege. Einmal handelt es sich hierbei um ein kostenfreies Spiel, das man einfach ziehen und auch zocken kann. Und wie immer, ihr wisst es ja, in der Beschreibung unter dem Video findet ihr den Download-Link, wenn ihr denn selber auch mal das hier erleben möchtet. Ich bin im Moment gar nicht so sicher, was wir hier suchen, ob wir 8 Seiten suchen oder was auch immer. Da bin ich im Moment noch etwas unschlüssig. Interessant wäre es auch zu wissen, wie lange letzten Endes unsere Taschenlampe hält. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, ohne Taschenlampe sieht man hier gar nichts. Also nicht, dass das jetzt nur im Video so ausschaut, aber da sieht man wirklich überhaupt nichts. Also wenn die ihren Geist aufgibt, dann war es das. Okay, that was short. Game over. Ja, das war offensichtlich gar keine gute Idee. Wir fangen gleich noch einmal an. Ja, und da sind wir wieder am Anfang. Ich habe kurz unterbrochen und ein bisschen die Helligkeit aufgestellt, in der Hoffnung, dass ihr dann auch noch mal ein bisschen mehr seht. Und mehr ist jedenfalls nicht möglich, das ist die höchste Stufe. Aber ihr wisst ja, wie das ist bei diesen Slender-Games, sage ich mal. Die sind nun mal alle von Natur aus sehr düster. Und das ist nicht immer so leicht, das dann auch im Video noch so darstellen zu können, dass man gut sieht. So, nachdem wir eben kläglich gescheitert sind, nach genau 6 Minuten und 20, versuchen wir jetzt mal ein bisschen länger durchzuhalten und an dem Felsen jedenfalls nicht mehr dieses Hexenzeichen aufzunehmen. Das war offensichtlich der sichere Tod. Und wie es ausschaut, kämpfen wir im Übrigen auch hier oder versuchen Rätsel zu lösen gegen eine Hexe. Und ausnahmsweise mal nicht gegen den Slenderman. Wobei ich bisher noch nicht weiß, was auf uns wartet, was wir machen müssen, um hier erfolgreich zu sein. Und auch nicht. War da gerade jemand? Oder war das nur ein Schatten?
eine Hütte. Und da hängt auch was dran. Can't run. Useless paper. Somebody inside? No. Also sie kann nicht laufen, da ist sie. Seht ihr sie? Das heißt... Oh, sie teleportiert sich offensichtlich. Jetzt ist sie da. Das heißt, wenn ich sie angucke, können sie nicht näher kommen? Das wäre dann quasi das Gegenteil von Slenderman. Auch wenn ich da nicht so ganz weiß, wie sie uns bekommen soll. Sie kommt langsam näher und verfolgt uns. Very strange. Die war noch mal weit weg. Ich sehe schon, wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber so ganz nachvollziehen kann ich das jetzt nicht. Sie war doch noch ein gutes Stück weg. Naja, ich glaube, das werden wir dann in der nächsten Session klären. Bis dahin. Tschüss.